Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? Keine. Oder wir sind frei. So frei. Grenzenlos. Wir sind der Sohn Gottes. Ewige Freiheit ist unser. Und wir ehren uns darin, würdigen uns, heiligen uns, segnen uns. In dieser Freiheit, in dieser Ruhe, in dieser Vollkommenheit. So wie Gott uns schuf. Ewig rein und vollkommen. Ehre sei dem Sohn Gottes. Ehre sei Gott, unserem Vater. Da ist nur Liebe, nur Liebe. Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? Wie kannst du als Sohn Gottes überhaupt begrenzt denken? Den Begriff Grenze kann es im Sohn Gottes gar nicht geben. Du bist ewige Weite des Geistes Gottes, der ewig erfüllende, befüllende, liebevolle Gedanke Gottes. Das kann ich mit meiner kleinen Idee hier nicht begrenzen. Der, den Gott als grenzenlos erschuf, ist frei. Bruder, du bist frei. Genieße dich in dieser Freiheit. Du bist an nichts gebunden. Jetzt liegt es nur an mir selber, dem zu vertrauen und alles zu geben, dass ich es auch so erfahre, mich als ungebunden und frei zu erfahren. Immer wieder über meine scheinbaren Grenzen hinauszugehen, die ich mir selber auferlegt habe. Mein Misstrauen. Meine alten Erfahrungen und Erinnerungen, die mich begrenzt halten. Die Erinnerung an Gott kann mich aber nicht begrenzt halten. Das ist genau das, was mich öffnet und mich als den Sohn Gottes genau hier und jetzt zeigt, auftauchen lässt. Ich bin Sohn Gottes. Wir der eine, das eine Selbst. Das ist unsere wahre Identität. Und du bist gekommen, um das zu geben. Der, den Gott als grenzenlos erschuf, ist frei. Ich kann Gefangenschaft für ihn erfinden, aber nur in Illusionen, nicht in der Wahrheit. Und das habe ich scheinbar getan. Ich habe mir hier eine illusionäre Welt kreiert.
Und mir das zu vergeben. Zu sehen, ah ja, das ist nur ein Gedanke, der sich so aufgeplustert hat. Und jetzt will ich den Gedanken Gottes annehmen und den jetzt ausdehnen, groß werden lassen. Das geschieht schon von selbst, weil ich den alten Gedanken, den ich von mir dachte, mehr und mehr loslasse. Ich trete ja zurück. Und lass mich mehr und mehr führen. Kein Gedanke Gottes hat seines Vaters Geist verlassen. Du bist der Gedanke Gottes. Du kannst den Vater nie verlassen haben. Du ruhst im Geiste Gottes. Das ist dein Ursprung. Daraus bist du hervorgekommen und damit gehst du. Und das gibst du. Kein Gedanke Gottes ist überhaupt begrenzt. Kein Gedanke Gottes, der nicht für immer rein ist. Für immer rein, Kind Gottes, du bist für immer rein. Sündenlos und frei. Du bist nicht an diese Idee hier gebunden. Ich will es nicht mehr mit Emotionen zupacken. Will nur mit Liebe auf all das schauen. Und die Urteile vergehen. Und ich tauche mehr und mehr in diesem gegenwärtigen Moment auf. Da, wo ich gebraucht werde und eben nicht mehr zerstreut in meinen vielerlei Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Meinungen, Erinnerungen, Bildern und so weiter. Kann ich Gottes Sohn Grenzen auferlegen? Dessen Vater wollte, dass er grenzenlos und wie er selbst, wie Gott selbst, in Freiheit und in Liebe sei. Nein, kann ich nicht. Gott sei Dank. Ich bin ewig in Freiheit und in der Liebe. Ich kann mich nicht selbst verletzen. Ich kann es nur hier in der Illusion. Ne? Aber doch nicht als Kind Gottes, als Sohn Gottes. In Wahrheit bin ich so geliebt, so gerufen, so gewollt, so heil und ganz, geheiligt und gesegnet. In mir ist der Himmel, in dem die Liebe Gottes wohnt. Und seine Freude will sich durch mich ausdrücken, ohne Gegenteil. Das lass geschehen.
Lass mich heute, lass mich jetzt deinem Sohn Ehre erweisen. Denn nur so finde ich den Weg zu dir, Vater. Ich will mich nur der Heiligkeit und Herrlichkeit in mir hinwenden, nach innen schauen, auf meinen heiligen Altar, dort, wo mich der Heilige Geist empfängt, um gemeinsam mit mir alles in Liebe zu betrachten, wo ich all das, was illusionär ist, ihm übergeben kann. Und das will ich tun. Und der Wandel geschieht. Dreht es so zurück. Und erweise mir selbst die Ehre. Ich begegne mir selbst in Liebe durch diesen einen liebevollen Gedanken Gottes. Ich bin ja nur Widerspiegelung seiner Liebe. Und das zu sein, das Natürlichste überhaupt. Und alles jubiliert und frohlockt. Da ist es ja, das Kindlein, neu geboren. Prächtig. Prächtig anzuschauen. Halleluja. Der vergessene Gesang, da ertönt er. Der auferstandene Christus zeigt sich. Vater, ich erlege dem Sohn, den du liebst und den du grenzenlos erschufst, keine Grenzen auf. Er kann keine Liebe mehr vermeiden. Keine Angst vor der Liebe Gottes zu haben. Diese Idee gibt es gar nicht. Ne? Die Liebe des Vaters zu seinem Kind ist so vollständig. Und ich will sie vollständig geben. Mit leeren Händen stehe ich da, ahnungslos. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Ich will dem vertrauen. Ich bin grenzenlos und frei und darf mich einfach hingeben. Mit offenen Armen, offenem Herzen. Und ich gebe mich hin und vertraue. Ich will, dass Gottes Wille durch mich geschieht.
Die Ehre, die ich ihm erweise, ist die deine, und was dein ist, gehört mir ebenso. Die Ehre, die ich dem Sohn erweise, erweise ich auch Gott. Er erweist mir auch die Ehre. Es heißt doch, Ehre sei Gott in der Höhe, ne? Auch dem Sohn auf geistiger Höhe. Ich muss mich aber schon selbst erheben, ne? Es wollen. Und die Niedertracht hat ein Ende. Uns allen ein Wohlgefallen, ne? Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? In Gott gibt es keine Angst. Ich bin da so frei, so grenzenlos. Und mich nur dafür zu öffnen. Hingabe jetzt. Ich will dem Vater total vertrauen, weil ich mir selbst vertrauen will. Nur deshalb sitze ich hier. Mein Lehren ist mein Lernen. Und so danke ich einem jeden, immer wieder, fürs Aufzeigen, für den gemeinsamen Weg. So danken wir Gott für den einen liebevollen Gedanken, den wir gemeinsam hegen wollen, geben und empfangen wollen, weil wir das immer selbst sind. Herrlich, herrlich. Und deshalb sage ich immer wieder, einfach weitergehen. Einfach weitergehen, Hand in Hand. Gottes Wille geschieht. Und das ist auch mein Wille. Amen. Immer wieder für diese wunderbare Nähe, geistige Nähe. Und so gehen wir hin, in Liebe und Frieden, im Vertrauen. Bis gleich. Lichtgefährte.